Du musst das jetzt machen. Gibt's das? Die zögert, ne? Die ziert sich, ne? Komm schon, du willst heute noch arbeiten mit mir. Wir haben noch gut eine halbe Stunde Zeit, da können wir noch schön questen, die Lady. Die ziert sich aber auch. Gaston, hau ab! Du mit deinem Deutsch, du bist echt. Ich habe mir überlegt, wie ich im Dorf vielleicht ein Turnier, um zu sehen, wer am besten spucken kann. Genau! Ich spuck dir den Nacken in deinen Großen, den treffe ich auf jeden Fall. Danach noch düngen. Oh, düngen wäre cool. Hast du den Trailer angeguckt, den ich gepostet habe, Sigi? Der war auch aus dem Newsletter, den ich immer kriege. Witzig ist, ich habe noch nicht mal alles gegossen, da ist der erste Weizen schon gewachsen. Das ist wirklich geil. Alle Zippe. Ja, das mit den Fischen meinst du, ja, ja. Sich aber auch, ne? Das Gute an dem Weizen ist wirklich, dass er schnell geht, dass man da nicht ewig lange warten muss. Das ist wirklich extrem gut. So wie jetzt bei den Kürbissen zum Beispiel, da muss man ja, wer weiß wie lange warten. Es sei denn, man macht sich einen Trank. Gerade gesät und schon geerntet. So schnell bin ich auch nicht. Sag ich doch. Aber weißt du, wie das in den Rücken geht? Also. Und dann sind wir echt wieder bei dem Thema, wenn es hinten wehtut. Sollte man vorne aufhören. Hallo Yves. Oh, sie sieht traurig aus. Yves sieht voll traurig aus. Yves, was ist los? Entschuldigung. Yves sieht voll traurig aus, ey. Haltung annehmen, ey! Oh. Guck mal, wie sie nickt! Gerade so schön auf meinem Schreibtisch und spiele vor mich hin. Haltung an. Weiß hin den Kram. Danke. Oh, was ist das denn? Kriegen wir ein Talerchen oder ein Puzzleteil? Ein Puzzle! Was ist das? König der Löwen, ne? Nee, Dream Night Valley. Ja. Okay. Thank you.
Schwupp, schwupp, schwupp. Weiß doch da hinten in den Kram. Passt ja hier nicht mehr her, ne? Aber da komme ich gar nicht ran. Wegen dem blöden Berg. Nur weil ich hier irgendwas hingepflanzt habe, was da nicht hingehört. Menno. So, jetzt aber hier. Avanti Popolo, Madame. Weil so viele Sternchen sind über dir. Du musst leveln, komm schon. Ich will das schaffen. Giulio, nächste Woche, Giulio, machen wir Dienstag Medieval, ne? Weil der 26. ist Mittwoch. Warum machen die jetzt eigentlich mal auf Mittwoch? Okay. Eigentlich wollte ich gar nicht mehr mit dir spielen. Du bist mir in den Rücken gefallen. Das tut weh. Die will mich flachsen, die Daisy, oder? Bis zum letzten Kraut, wa? Ja, Gold und Rot. Das ist natürlich genau das, was ich brauche. Gold und Rot gleichzeitig. Ey, das gibt's doch gar nicht. Das müsste, sie hatte doch nur noch ein halbes Level. Das gibt's doch gar nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch frech, oder? Charakter. Die ist natürlich nicht hier, ne? Easy. Also sie ist wirklich 2 Millimeter vor. Wirklich jetzt? Gespräch habe ich ihr schon aufgedrückt und. Oh, echt jetzt? Kaffeemarsch. Nee, jetzt kannst du es mit Kaffee auch nicht mehr retten. Das kannst du gleich mal knicken. Mit Kaffee kannst du hier nichts mehr retten, Giulio. Ist vorbei. So viel Kaffee kannst du mir gar nicht hinstellen. Ja, Kaffeemarsch kommt sofort. Ich muss erstmal meinen Weizen kaufen und neu kaufen. Boah. Na, wie geht's? Ich hab da was, was ich verkaufen möchte. 3110. Vorhin war es nur 2700 irgendwas. Das sind ja jetzt noch mehr als vorhin. Teemarsch habe ich nicht. Teemarsch gebe ich weiter an die Teetrinker. Wow. 99. 199. Nein, ich brauche ein neues Leben. Kaffeemarsch. Teemarsch habe ich leider nicht. Teemarsch gebe ich weiter, aber Wassermarsch habe ich. Oh. Einmal Kaffeemarsch, oh je. Warte mal. Und jetzt? Nee, Wassermarsch. Und nach dem Stream renne ich schnell aufs WC, wie ich gucken kann.
Also diese Augen auf meinem Kopf, ne? Wunderschön. Ich habe doch keine Zeit mehr. Ach, Daisy, ehrlich. Wo bist du? Lahme Ente. Daisy! Ach, die hängt da fest, wa? Ja, 199, okay. Lose geht's. Du hast tolle vier Augen. Du hast tolle vier Augen. Da vergesse ich gleich, mein A festzuhalten. Ich hoffe, du meinst die auf meinem Kopf. Vorsicht, Brillenschlange in der Nähe. Ja, ja, die klaut mir dann meine vier Cookies. Aber genauso werden wir das mit Oswald machen müssen. Ich glaube, das machen wir aber privat. Also, das machen wir zwischen den Streams. Weil das ist tatsächlich im Stream, ist das wirklich. Oder vielleicht sechs. Tolle Augen. Oh. Wer weiß. Ja, mir wachsen Augen aus dem Rücken. Meine Kinder denken auch, ich habe am Hinterkopf Augen. Glaub's mir. Der muss man mit Absicht ein bisschen dumm stellen. Aha, Daisy! Bitte. Komm schon. Ey, wie viel Essen hatte ich? 26? Ja. Woher wusste ich, dass sie jetzt dort lang geht? Ich fühle mich beobachtet von den Guckelis. Ich setze gleich die Brille auf, dann fällt das nicht mehr auf. Die Ente. Oh, sie ist zäh, aber nicht zäh genug. Nicht zäh genug für mich. Oh, Gott sei Dank. Wollen wir das noch zu Ende machen? Nee, das machen wir nicht zu Ende. Das machen wir mit Oswald zu Ende. Gott sei es gedankt. So. Andrina, was hältst du davon, eine Party zu schmeißen, um unser tolles Dorf zu feiern? Lass uns feiern. Fantastisch. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. So wie ich das sehe, kannst du aus fast jedem Grund eine Party feiern. Große Ereignisse, kleine Siege, alles sollte gefeiert werden. Ich würde gerne feiern, aber die Partys fühlen sich überwältigend an. Ich feiere meistens große Ereignisse. Ja, ganz genau. Wow, wir sind uns wirklich sehr ähnlich. Ich bin so froh, dass wir auf einer Wellenlänge sind.
Den größten Teil der Planung habe ich bereits erledigt, also gibt es nur noch ein paar letzte Details zu klären. Ich habe das Gala-Bankett bei Remy bestellt. Wärst du ein Schatz und würdest es für mich holen? Ich muss der geheimen Überraschungslocation der Gala den letzten Schliff geben. Ein weiterer Tag, eine weitere Besorgung. Oh, ich weiß, wie hart du arbeitest, Sandrina. Ich möchte, dass du diese Gala auch all das feierst. Ich möchte, dass diese Gala auch all das feiert, was du erreicht hast, seit du ins Tal gekommen bist. Es ist nur ein klitzekleiner Gefallen, bevor das Event beginnt. Versprochen. Bitte sprich mit Remy so schnell wie möglich. Nun ja, schön fleißig pflanzen und gießen, auch ich dann schön enden. Oh, Wassermarsch für Friedhelm, Wassermarsch für Friedhelm. War das Daisy oder Minnie? Das kann Minnie! Das kann Minnie! Ich glaube, Minnie hat das für Daisy gemacht, glaube ich. Minnie hat die aber das war Daisy. War das Daisys Quest? Daisy, ich sollte für Daisy zu Minnie gehen, glaube ich. Und Minnie sollte das nähen. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Bonjour. Oh, Andrina. Daisy hat mir gesagt, dass du vorbeikommst, um das Essen für die Gala zu holen. Hier ist es. Er trägt mit sich rum. Bon appétit. Merci beaucoup. Du arbeitest an deinem Französisch. Très magnifique. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss zurück in die Küche. Ich habe noch ein paar kalte Butterblöcke, die nur darauf warten, zu Croissants verarbeitet zu werden. Das sieht köstlich aus. Chefkoch Remy hat es wieder geschafft. Und dank dir konnte ich den Aufbau für die Gala den letzten Schliff geben, Andrina. Bin ich überhaupt eingeladen? Sei nicht albern, du bist der Ehrengast. Warum ziehst du dir nicht etwas Fabelhaftes an, in dem du dich am wohlsten fühlst? Ich habe keine Angst, etwas Gewagtes zu tragen. Das mache ich immer. Ach, ich soll was Gewagtes tragen. Der einzige Leitfaden für ein Gala-Outfit ist, denke elegant. Du könntest mit der Kleidung von Haus der Schleifen beginnen, das wir dir gegeben haben. Danach kannst du dich mit Zubehör eindecken. Ich soll das rosa Shirt wieder anziehen. Dann ziehen wir es lila. Es ist ja eigentlich lila, aber egal. Und dazu ziehen wir an... Haben wir nicht eine schöne Jogginghose? Okay, haben wir dafür nicht eine schöne Jogginghose? Ach, Manno. Doch, guck mal hier, so eine schöne Kummerbundhose. Nein. Wir sollen ja elegant sein. Wartet, wartet, Leute, wartet. Wir werden schon was Schönes finden. So eine hellblaue. Die Hose passt doch gut dazu, oder? Nein. Die passt nicht. Wir können auch so einen schönen Rock, Schottenrock dazu anziehen. Oh Gott. Es wird schlimmer. Ach, Menno. Blaue, schicke Hose? Nein. Ja, dann musst du Daisy Mini-Quests machen, glaube ich.
Aber ich habe keinen schönen Rock oder Hose. Was ist denn das? Ja, wir müssen eigentlich einen Rock anziehen dazu, ne? Ah, wir müssen doch die anziehen. Nein, die sieht doof aus. Warum sind hier nur Kleider? Warum nicht... Oh, guck mal hier, die Frisur. Diese Frise nehmen wir. Ah, Mello. Und die weiße Faltenhose sieht auch nicht viel besser aus, ne? Wir brauchen einen Rock und nicht ein Kleid. Herr im Himmel. Wenn ich jetzt ein Kleid anziehe, dann ist es ja wieder weg. Ja, das ist Schwachsinn. Schwarze? Schlimmer geht immer. Hallo, hallo! Oh Gott, die Schuhe sind ja auch zum Kräuseln. Auweia. Graue offener Bläser? Obwohl, könnte man dazu anziehen, ne? Aber wir müssen ja oberkörperfrei sein. Aber da ist doch wirklich nichts Schönes dabei. Jetzt mal ernsthaft. Ich möchte weinen. Ich möchte schreien. So. Jetzt haben wir einen schicken Schuh dazu. Die Frise ist ein bisschen Rottenmeier-Look, aber egal. Oh Gott. Ich möchte... Ich brauche eine neue Frise. Warte mal, wir müssen was an der Frise machen. Wir brauchen was Elegantes. So. Ist das elegant? Ja, das ist nicht... Oder das ist elegant. Das ist elegant, oder? Das ist doch cool. So, und jetzt müssen wir uns aber mal... Wir müssen uns aber mal die Dinger da wegnehmen. Das geht gar nicht. So. Bin ich jetzt edel genug? Habe ich denn jetzt edel genug an? Ja, habe ich. Komm, das ist edel genug. Töte den Friseur. Wieso? Ich habe jetzt eine schicke Frise. Ich habe doch jetzt eine schicke Frise. Vorher, das war ein bisschen Rottenmeier-Look. Kennt ihr Frau Rottenmeier? Geh ins Traumschloss, um die Gala zu beginnen. Wieso muss ich denn jetzt ins Traumschloss? Echt jetzt? Wir müssen ins Traumschloss. Okay. Können wir hier reingehen? Nee, ne? Gibt's nicht, ne? Okay, wir müssen ins Tal. Frag doch Daisy. Wenn es nach Daisy geht, dann müsste ich Federn tragen, lieber Sigi. Dann muss ich ein weißes Federkleid tragen. Die Musik klingt nun ja.
Wassermarsch. Ja, Wassermarsch nehme ich. War das die Gouvernante von Clara? Genau die. So. Wir sind edel gekleidet. Fräulein Rottenmeier mit F. Wie schreibst du denn Fräulein Rottenmeier? Die Aule Peking Gente. Peking. Peking Gente. Text-to-Speech ist was Tolles. Die Olle Peking-Gente. Ey, der Dos. Süß-sauer, bitte. Ja, dann schauen wir mal ins Schloss. Oh, oh, oha. Ei, der Daus. Was ist denn hier los?